mein Name ist Sandra Ibrom. Ich bin Professorin für Baurecht und Betriebswirtschaft sowie das Fach Mediation. Also ich habe hier immer mit Menschen zu tun, die sich auf den Weg machen, einfach das Zusammenarbeiten zu verbessern. Das ist, was ich mache. Also, ich wollte nicht schon immer Professorin werden, aber ich habe mir immer vorgestellt, ich wäre mal eine Lehrerin. Also das wollte ich machen. Dann bin ich drauf gekommen, naja, also eigentlich interessiert mich Jura ungemein. Ich habe Jura studiert, ich wollte wissen, was Recht ist, was bedeutet das Ganze, und bin dann auch entsprechend Anwältin geworden. Ich war auch 20 Jahre lang Anwältin und in diesem Bereich Bauen tätig, und da habe ich doch sehr schnell gemerkt, dass die Menschen dort ohne Not unheimlich viel streiten, und das hat mir zu schaffen gemacht. Und da wollte ich eigentlich etwas dagegen setzen und habe zunächst dagegen gesetzt, dass ich mich als Mediatorin habe ausbilden lassen, um eben da, sagen wir mal, Lösungen zu finden, die weniger im Krieg, sondern mehr im Frieden enden, also von vornherein mal einen anderen Weg einschlagen. Und das war damals so neu, dass ich tatsächlich entdeckt wurde von der damals Freien Universität Berlin. Damals habe ich noch in Berlin gelebt. Ich soll das doch mal vermitteln. Ich soll auch Mediation lehren bei den Juristen. Und da habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, mit den Studierenden über diese Themen zu sprechen. Und da habe ich den Entschluss gefasst, ich will Professorin werden. Da habe ich gemerkt, wie schön es ist, einfach das Wissen weiterzugeben, aber auch weiterzuentwickeln, dran zu bleiben. Weil es fordert ja auch. Also wenn ich jetzt hier etwas unterrichte und so ein Fach habe, das sich ständig verändert, weil sich die Gesellschaft verändert, dann muss ich immer wieder selber dranbleiben. Und das finde ich sehr spannend und herausfordernd. Ich habe in einer großen, wichtigen Kanzlei gearbeitet, an großen Bauvorhaben, und da ging es um eine sehr große Klagesumme und eine sehr dicke Klageschrift. Die war 700 Seiten dick und hat 3 Monate gekostet. Also ich saß 3 Monate an dieser Klageschrift, weil das waren Mängel, unendlich viele Mängel, und die musste man nicht nur notieren, sondern auch mit Beweisen untersetzen und mit Rechtsprechung. Und dann hat mein Chef gesagt, ja, die andere Seite macht das jetzt auch. Die kriegen jetzt mal unsere Klageschrift, wir probieren was Neues aus. Und die haben das dann schon mal vorab bekommen, also bevor wir zu Gericht gegangen sind. Und schreiben dann auch 3 Monate lang ihre Klageerwiderung. Und dann haben wir uns beim Mediator getroffen. Und in 8 Stunden war die Sache geklärt. Und da habe ich dann gedacht, ja. Mein Tipp ist, hören Sie unbedingt genau zu. Denken Sie out of the box, lassen Sie Ihre bekannten Denkrahmen beiseite. Also wenn Sie sich denken, oh nee, Recht interessiert mich nicht, brauche ich nicht, werden Sie nichts mitbekommen. Seien Sie offen für die Inhalte und hören Sie erstmal genau zu.